Das hier sind wirklich sehr besondere Kühe, für Nordfriesland zumindest. Aber es sind auch genau genommen gar keine normalen Kühe, sondern Bisons aus Nordamerika. Sie wohnen hier auf der Bisonfarm von den Nissens. Das ist Tim. Er ist einer der Brüder, der die Idee hatte, Bisons hier nach Nordfriesland zu holen. Nun Tim, sag mal, wie kam es eigentlich dazu? Ja, die Idee ist langsam gewachsen, nachdem ich in Kanada war. Und da habe ich das Fleisch öfters gegessen. Und da es das Fleisch hier in der Gegend nicht gibt, ist dann so die Idee langsam gewachsen, die Tiere selber hier zu holen und das Fleisch zu produzieren. Und wie viele Bisons leben eigentlich hier? Hier bei uns auf dem Hof? Ja. Oh, was haben wir jetzt? Ungefähr 25, 30 ungefähr haben wir noch. So die Richtung. Und wie kann man eigentlich hier Bisons artgerecht halten? Weil sie sind ja eigentlich ein anderes Klima gewohnt. Ja, ein anderes Klima gewohnt. Die sind extremere Klimas gewohnt. Also wie in Kanada, wo sie ursprünglich herkommen, da hast du plus 40 Grad im Sommer und minus 40 Grad im Winter. Deswegen ist es für die hier ziemlich paradiesisch eigentlich. Immer das frische Gras. Also die kommen schon ganz gut mit dem Klima hier zurecht. Und wie schmeckt Bisonfleisch? Also kannst du es mal beschreiben? Puh, ja, wie soll man das beschreiben? Das schmeckt nach Bison. Ja, einige sagen, also man schmeckt auf jeden Fall einen Wildgeschmack mit raus und ein Rind natürlich auch. Aber es ist so ganz schwer zu beschreiben, das ist ein ganz eigener Geschmack. Und wie groß ist die Nachfrage? Glauben Sie, Sie könnten davon leben oder können davon vielleicht irgendwann leben? Das ist ja das Ziel, warum wir überhaupt damit angefangen haben, dass wir irgendwann mal davon leben können. So wie es jetzt aussieht, sieht das auch ganz gut aus, dass es in ein paar Jahren so weit kommt. Die Nachfrage wird doch stetig immer mehr. Und gab es schon gefährliche Situationen, in denen Sie sich befunden haben? Also die eine oder andere kommt dann doch mal. Aber es ist ja nicht, weil die Tiere so böse sind. Das ist ja, wenn man dann selber zur falschen Zeit an der falschen Stelle ist, kriegt man doch mal ein Horn in die Seite, aber sonst nichts Lebensgefährliches. Okay, dann vielen Dank fürs Interview und wir wünschen Ihnen noch viel Erfolg in Zukunft und viel Glück. Dankeschön. Bye.